ist wieder da. Hat er Kopfverletzungen? Nee, ich glaube, der sieht immer so aus. Und Didi treibt's bunter denn je. Also ich rufe an wegen dem Kredit. Meine Kreditzustimmung setzt die Realisierung von Dr. Tetzlaffs Sanierungskonzept voraus. Haben wir's ja verstanden? Didi, bei mir liegen Sie richtig. Also, entweder du arrangierst es jetzt mit diesem Grundstück oder ich erzähle deinem Chef, wer sich hinter diesem geheimnisvollen Dr. Tetzlaff verbirgt. Ich, ein Gott in Weiß. Er trainiert. Guten Tag, Herr Dr. Reinhardt. Tamalio, Dr. Reinhardt. Er alarmiert. Rein. Er transportiert. Dem Menschen dienen ist unsere Pflicht, am Menschen verdienen unsere verdammte Schuldigkeit. Er rotiert. Dafür mit feierlich das Skalpell Herrn Dr. Tetzlaff überreichen und ihn bitten, den ersten Schnitt zu übernehmen. Ja, aber ich bin nicht krank. Wer das von sich behauptet, ist nur noch nicht untersucht worden. Ah, wenn du nicht auf der Stelle lieferst, dann lass ich dich hochgehen. Er transpiriert. Oh. Sehen Sie, Herr Kriebes, das macht alles ja nur noch schlimmer. Wenn er Ihnen die Daumen amputiert hat, dann wird er sich schon was dabei gedacht haben, unser Dr. Tetzlaff. Naja, der Suff. Die Weiber und der Suff, die reimen den Menschen auf. Und er flambiert. Temperatur? Erhöht. Wollen wir mal. Didi wieder voll in Form in seinem abgefahrenen Doktorlustspiel. Bei mir liegen Sie richtig.